Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Serie Studentenfragen. Einmal im Monat beantworte ich per Videobotschaft Fragen von Studenten aus meinen Kursen bei der Wirtschaftsakademie Wien. Jetzt hier in diesem Video geht es um die Frage, welche KPI findet ihr besonders wichtig für euer Unternehmen oder allgemein in der Erfolgsmessung? Die Frage tauchte auf im Kurs Social Media Strategie, Medienplanung und Erfolgsmessung. Ja, und ich fand die Frage deswegen sehr spannend, weil sie eigentlich typisch für Fragen sind aus dem Bereich Online-Marketing, die Menschen stellen, die ja relativ neu in diesem Thema sind. Ich würde jetzt pauschal eigentlich an der Stelle schon sagen, die Frage in der Form sollte so eigentlich nie gestellt werden, weil ein KPI steht ja für Key Performance Indicator. Und die Frage, welche KPI wichtig ist, hängt davon ab, was ich mit meinem Online-Marketing erreichen will. Welches Ziel will ich erreichen? Und in Abhängigkeit des Ziels und in Abhängigkeit der Gesamtsituation, ich gebe dir gleich Beispiele, ist dann natürlich von Bedeutung, welchen Key Performance Indicator ich da heranziehe. Wobei die meisten an der Stelle auch immer Key Performance Indicator mit Kennzahl verwechseln. Auch hierzu werde ich gleich was sagen. Aber jetzt zuerst mal ein, zwei Beispiele. Wenn ich ein Produkt einführe in einen neuen Markt und dieses Produkt, die Marke, ist in diesem Markt noch vollkommen unbekannt, dann muss ich erstmal, wenn ich nicht unbedingt über den Preis verkaufen will, sondern über einen Unique Selling Point, Marke aufbauen, Markenbekanntheit aufbauen. Ich muss die Marke in diesem Markt bekannt machen, populär machen, gegen Mitbewerber positionieren und an der Stelle schaue ich auf ganz andere Kennzahlen, als wenn ich beispielsweise in einem Markt etabliertes Produkt habe, welches jetzt plötzlich Konkurrenz bekommt von Billiganbietern aus China oder Osteuropa oder es läuft ein Patent aus. Bis dato war das Produkt eigentlich relativ klar mir vorbehalten, weil ich eben der Halter des Patents bin. Jetzt läuft das Patent aus, es droht Konkurrenz aufzukommen, die das Produkt eben jetzt patentrechtlich eben auch am Markt vermarkten kann, darf. Und an der Stelle habe ich eine ganz andere Situation und schaue auf ganz andere Kennzahlen. Ich schaue deswegen auf ganz andere Kennzahlen, weil wenn ich weiß, in einem Jahr, in zwei Jahren kommt verstärkt Konkurrenz auf den Markt, dann versuche ich jetzt aus dem, was ich da noch habe, herauszuquetschen, was noch eben geht. Ich versuche wahrscheinlich eine Gewinnmaximierungsstrategie. Ich kann mir Branding, weil ich ja in einem etablierten Markt bereits bekannt bin, im größeren Stil sparen. Ich gehe auf performanceorientierte Maßnahmen, wo ich dann natürlich auch performanceorientierte Kennzahlen mehr ansehe, etc. pp. Und das ist ein ganz anderes Szenario als wie beispielsweise in dem ersten Fall. Noch ein Beispiel und dann dürfte das an der Stelle klar sein. Es macht auch einen Riesenunterschied, ob ich in einem Markt tätig bin, in dem es beispielsweise ein oder zwei Platzhirsche gibt, die 50%, 60%, 70% des Marktanteils sich teilen. Und ich teile mir mit meinem Unternehmen, vielleicht mit 10, 20 anderen Mitbewerbern, die verbleibenden 30%.
Das Marketing, das ich in einem solchen Szenario betreibe, ist ein völlig anderes wie das Marketing, welches ich betreibe, wenn ich einer von diesen beiden Platzhirschen bin. Demzufolge sind auch die Kennzahlen, die ich für mein Marketing zugrunde lege, andere. Und das ist etwas, das machen ganz, ganz viele Marktteilnehmer falsch. Die stellen eigentlich die falsche Frage. Die schauen nicht zuerst auf die Situation, auf das Businessmodell, auf den Markt, auf die Mitbewerber im Markt und, sondern die stellen die Frage, naja, welcher KPI ist denn der beste? Welchen KPI soll ich mir denn jetzt für mein Marketing, für meine Kampagne zu Gemüte führen? An welchem soll ich mich orientieren? Die Frage kann man so nicht stellen. Sorry. Und das machen wirklich viele falsch. Ich verstehe das auch nicht, warum das immer wieder kommt das vor, dass ich solche Fragen, solche pauschalen Standardfragen eigentlich finde, die in der Form, wie sie gestellt werden, überhaupt keinen Sinn ergeben. Oder das Risiko bergen, Budget am Fenster rauszuschmeißen. Bitte verzeiht mir, wenn ich das so deutlich und auch ein wenig salopp ausdrücke. So, und jetzt kommen wir mal zu dem anderen Punkt, den ich angesprochen habe, weil hier ist ja von KPIs die Rede, Key Performance Indicator. Und das ist so der nächste Punkt, den ich an der Stelle mal ansprechen möchte. Was ist eigentlich ein Key Performance Indicator und was ist der Unterschied zu einer Kennzahl? Überleg mal. Viele wissen darauf keine Antwort. Ein Key Performance Indicator entsteht im Grunde genommen durch die Verheiratung einer Kennzahl mit einem Ziel. Erst dann habe ich einen Key Performance Indicator. Ich gebe dir ein Beispiel. Du hast eine Klickrate auf deinen Werbebannern von 0,08%. Ist das gut oder ist das schlecht? Das ist eine Kennzahl. Du kannst das an der Stelle so gar nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht ist. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Du hast in deinem Online-Shop eine Conversion Rate von 3%. Ist das gut oder ist das schlecht? Die 3%, die sind wahrscheinlich gut, wenn du die 3 Monate vorher immer nur 1% hattest und jetzt plötzlich 3. Ja, dann hast du was richtig gemacht. Die 3% sind schlecht, wenn du die Monate vorher immer 5% hattest und jetzt auf einmal nur noch 3. Merkst du was? Du kannst mit der Aussage, 3% ist meine Klickrate, in der Form zunächst mal eigentlich keine werthaltige Entscheidung treffen. Du weißt nicht, ob 3% an der Stelle gut sind oder nicht. So, und jetzt kommen wir mal zum Key Performance Indicator. Jetzt hast du für dich aufgrund einer Analyse und empirischer Daten aus der Vergangenheit definiert, dass dein Ziel für die Conversion Rate 4% ist. In dem Markt. Dann weißt du, dass 3% nur 75% Zielerreichung sind. Und dann kannst du die 3% sofort werten. Du kannst im Grunde genommen, brauchst du dir nur anzusehen, wie war die Zielerreichung bei der Conversion Rate? Ja, die war 75%. Da weißt du sofort, wie das Marketing im letzten Monat beispielsweise, wenn jetzt sich die 75% auf die Zahlen des letzten Monats beziehen, du weißt sofort, wie das zu werten ist. Und das ist eben ein Key Performance Indicator. Du verheiratest eine Kennzahl mit einem Ziel. Du kannst dann sogar die Zielerreichung in einer Prozentzahl ausdrücken. Du siehst dir dann nur noch die Prozentzahl an und weißt sofort, wie dein Business läuft. So funktioniert das. Und was ja eben weniger gut funktioniert,
es sich an irgendwas zu orientieren, was irgendwelche Schlaumeier im Internet schreiben. Die Key Performance, der Key Performance Indicator, hier waren Sachen drin, ich guck mal gerade hier, Share of Bust oder Net Promoter Score oder so. Das ist hier das Nonplusultra. Nee, sorry, so funktioniert es nicht. Welches Ziel habe ich? Welche Kennzahlen sind für die Erreichung dieses Ziels von hoher Relevanz? Und welche Ziele brauche ich, um mein Business entsprechend nach vorne zu bringen? Und dann bildest du aus Kennzahlen und den Zielen einen Key Performance Indicator. Und dann bist du auf dem richtigen Weg. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video, wenn es hier wieder heißt, Studenten fragen.